Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Gerade ist ein Paket eingetroffen und zwar ist das ein Paket aus Berlin von der Firma Vegan Beauty Basket. Darin befindet sich eine 100% tierversuchsfreie und vegane Box mit Naturkosmetik und die möchte ich gerne mit dir zusammen öffnen. Wenn du Bock drauf hast, dann ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Während ich die auspacke, erzähle ich dir mal ein bisschen was dazu. Also du kannst dir theoretisch, ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich mit der Schere hier rumfuchtel, ne? Diese Box im Abo bestellen und die kommt alle 2 Monate. Und wenn du die im Abo bestellst, kostet die je nachdem, was du für ein Abo wählst. Das ist ja immer so, ne? Die Preise schwanken ja zwischen, ich glaube, 23,30 Euro und 27,90 Euro. Und du hast da drin Pflege- und dekorative Kosmetik und das finde ich ganz cool. Ach so, und der Warenwert ist nicht genau definiert, der bewegt sich aber immer so zwischen 50 und 80 Euro, wenn ich mir so die alten Boxen angucke, das ist ganz cool. Und ja, hier befindet sich die Box drin, die befreien wir doch mal aus dem Umkarton. So, ein schönes, schwarzes, schlichtes, mattes Schätzchen kommt dann aus dem Umkarton hinaus. Und ja, Vegan Beauty Basket steht hier drauf, das ist der Sticker. Und ja, dann gucken wir mal rein. Passt übrigens heute auch schön zu meinem Oberteil, ne? Ich habe heute die Farbe grün gewählt und ich bin ungeschminkt, ne? Das vielleicht das in mein Gesicht, ich weiß es nicht, mal gucken. So sieht die Box dann von innen aus. Also sie hat ein Schleifchen, du hast ein Kärtchen, du hast die Infobroschüre, wo drin steht, was drin ist. Und dezent eingepackt in einem recycelten Papier. Genau, sind dann die Produkte drin. So, die Kärtchen finde ich immer ultra süß. Also du hast hier so ein Kätzchen drauf und ich glaube, das soll ein Kätzchen sein, oder? Und dann so eine schöne Pflanze. Viel Freude mit der Box, die Ina. Danke, liebe Ina. Ich freue mich unheimlich, dass ihr mir die Box gratis zugeschickt habt. Die haben nämlich mein Video von Januar gesehen und fanden das toll und haben gesagt, Mensch, Claudi, möchtest du nicht die Märzbox auch haben? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich will ich die haben. Erinnert ihr euch noch an den R2-D2-Tagespflegespender? Ist aktuell in Verwendung und ich liebe ihn. Also der Geruch ist geil und die Pflegewirkung ist geil. Habe ich heute Morgen ja auch drauf gemacht und Hammer. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. So, hier ist auch die Produktkarte März. Da gucken wir jetzt aber noch nicht rein. Wir gucken auch noch gar nicht so in die Box, sondern ich falte das Papier jetzt mal auseinander und greife einfach mal so von oben rein. Als erstes habe ich hier drin Pure Skin Food 100% Organic Renewing Superfood Peeling. Guck mal, das ist ja cool. Ein Body Peeling. Mhm. Baobab and Raspberry. Oh, das wird bestimmt gut riechen. Bio Peeling Maske. Peeling Mask, okay, mit Superfoods für einen verfeinerten klaren Ton. Anwendung, das Gesicht lauwarm waschen, das Peeling entweder direkt in die feuchte Haut einmassieren oder zuerst mit Wasser zu einer Paste anrühren. Ach, guck. Mit kreisenden Bewegungen auftragen und für eine noch bessere Wirkung 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Mit lauwarmem Wasser abspülen und strahlen. Ach, geil. Diese fruchtige Peelingmaske kombiniert Frucht- und Pflanzenpulver mit immenser Nährstoffdichte mit den feinen Samen von Hagebutten und Himbeeren, die als Peelingkörper agieren. So wird die Haut gleichzeitig genährt, regeneriert und gepeelt. Der Hautstoffwechsel wird aktiviert und die Zellerneuerung angeregt. Auch Narben und Pigmentflecken werden reduziert und die Haut wird durch die Verbesserung der Kollagensynthese gestrafft. Wahnsinn! Und das hier kostet 17,90 Euro, wenn du es so kaufen würdest. Wow, krass. Richtig geil. Also das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Die Verpackung gefällt mir richtig gut. Guck mal. Und das ist ein Pulver. Pulver kenne ich. Und das riecht sehr tonig. Sehr erdig. Es riecht fast nach Tee. Also richtig witzig. Ja, also das kannst du dir entweder dann so als Peeling direkt aufgeben, dass du da einfach was Trockenes dir in dein angefeuchtetes Gesicht gibst und das so peelst. Oder du rührst es halt an, genauso wie die Maske, die ich ja zusammen mit euch, jetzt fällt das Pöttchen hier auseinander, hier oben schon mal getestet habe, die Beauty Sand Maske, die übrigens richtig gut ist. Also immer wenn ich so Anzeichen von Pickeln habe, mache ich mir die drauf und dann sind die am nächsten Morgen schon wieder weg. Richtig cool. Ja, und das werde ich dann auch auf jeden Fall mal probieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Finde ich ja richtig toll. Als nächstes ziehe ich hier einen Pinsel raus. Barbara Hoffmann. My Beauty Secret. Okay. So sieht der Pinsel aus. Oh, der fühlt sich schön an. Da die Produkte vegan sind, gehe ich davon aus, dass es ein Synthetik-Haarpinsel ist.
Aber er fühlt sich richtig toll an. Den kann ich mir sehr schön als so als Highlighter-Pinsel vorstellen. Oder so ganz dezent als Blush-Pinsel. Oder ja, ich kann mir den sogar als Bronzer vorstellen, wobei Bronzer bei mir tatsächlich ein bisschen breiter sein müsste. Dieser Rouge-Pinsel besteht aus super softem Synthetikhaar und kann mit losem oder gepresstem Rouge verwendet werden. Die hochwertigen Synthetikhaare in feinster Qualität geben die Farbe herrlich gleichmäßig ab und erzeugen so ein ganz natürliches Finish. Die kompakte Größe sorgt für eine besonders einfache Anwendung. Ich persönlich, achso, und der kostet 8,95 €, ne? Ich persönlich mag es lieber, wenn die etwas länger sind. Ich bin so ein Künstlermensch in meinem Gesicht, aber ich find den wirklich schön weich. Also, oh, ich könnte den ganzen Tag so machen. Richtig schön. Hier haben wir wieder eine Gesichtscreme drin. Sehr gut. Studio Botanic Gesichtscreme. Regenerierende Gesichtspflege, feuchtigkeitsspendend und schnell einziehend. So sieht das in der Verpackung aus. Also eine schöne Pappverpackung. Zertifizierte vegane Naturkosmetik für das Gesicht. Und das Häschen ist wieder drauf. Ja, ich meine, es ist alles Naturkosmetik und es ist alles vegan, was sich hier in der Box befindet. Das ist so eine richtige Tube tatsächlich und die sieht ja witzig aus, oder? Erinnert mich ein bisschen wie, ja, so ganz normale Wund- und Heilsalbe oder sowas. Das ist witzig. Die Gesichtscreme wirkt leicht, lässt sich gut auftragen und versorgt die Haut Tag und Nacht mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen. Gleichzeitig wirkt sie antioxidativ, regenerierend und kann sogar kleine Fältchen glätten. Dank der Kombination aus hochwertigem Hanf- und Olivenöl sowie veganem Wachs zieht sie schnell ein und spendet intensiv Feuchtigkeit, ohne zu fetten. Außerdem schützen die Öle und Wachse deine Haut vor dem Austrocknen und sorgen für ein ebenmäßiges Hautbild. Die Gesichtscreme eignet sich sowohl als Tages- als auch als Nachtpflege. Das ist sehr gut, denn ich brauche zurzeit für meine Haut ein bisschen nettere Nachtpflege, weil meine Haut ein bisschen gereizt ist. Ja. Die Erdbeerwoche ist immer ein Marsch. Durch ihre besondere Formulierung lässt sie sich sehr gut auf der Haut verteilen, zieht schnell ein und fettet nicht. Ihre volle Wirkung entfaltet sie, wenn du eine haselnussgroße Menge, circa 1 ml, auf das gereinigte und getrocknete Gesicht aufträgst und leicht einmassierst. Ja, das werde ich ausprobieren. Das ist cool. Wahnsinn. Die sieht echt nicht jetzt irgendwie mega toll von der Verpackung aus. Also mich persönlich würde sowas im Laden nicht ansprechen. Ne? Wie oft leider das Design von Naturkosmetik, aber die wirkt schon mal sehr nett. Und ich denke, ja, das ist definitiv. Ich habe leider nämlich jetzt gerade meine Gesichtscreme von Biotherm Night Spa aussortieren müssen, weil die meine Haut sehr gereizt hat und ich hier einfach alles voll mit Rötungen und so hatte. Es war ganz, ganz fürchterlich. Mittlerweile geht es wieder, weil ich die abgesetzt habe und jetzt anderweitig verwende. Eigentlich voll schade, weil es so ein teures Produkt ist. Naja, so, dann gucken wir mal. Also die kommen wirklich sehr, sehr, sehr angenehm hier raus. Und die riecht, ja, sie riecht wirklich. Du riechst das Olivenöl, ne? Du riechst das Olivenöl. Und so ein bisschen auch den Hanfgeruch. Es riecht aber angenehm. Also ich habe jetzt gerade nicht viel auf meine Hand gegeben. Ah, es lässt sich nicht. Doch, es lässt sich gut verteilen. Ich musste jetzt noch ein bisschen mehr dazu nehmen. Das Gesicht ist ja auch größer als meine Hand eigentlich, ne? Doch, das fühlt sich schön an. Die riecht wirklich nach Naturkosmetik. Da muss ich gucken, ob ich den Geruch haben kann. Ich hoffe, weil die sich jetzt wirklich echt schön anfühlt. Auch schön pflegend und so, ne? Oh, das ist toll. Die nehme ich gerne als Nachtcreme. Das ist super. Kommt jetzt gerade sehr gelegen, denn echt, gestern Abend habe ich meine Biotherm aussortiert. Nächstes Produkt ist hier etwas eingedünscht. Go Home Natural Cosmetics Cleansing Emulsion. Eine Reinigungsemulsion. Das ist so ein kleines Pöttchen, das sieht ganz niedlich aus. Mit so einem, also wirklich, ne, soll eine Reisegröße wahrscheinlich sein, denn du hast hier so einen Wohnwagen drauf und einen Fallschirm. Also das sieht so nach Urlaub aus, was hier drin ist. Da sind 30 Milliliter drin und dieses kleine Tübchen würde 2,49 € kosten. Creamy Lemongrass reinigt das Gesicht sanft und effektiv. Perfekt für die tägliche Waschpflege zum Abschminken geeignet. Die Haut fühlt sich frisch und gründlich gereinigt an. Die ideale Grundlage für die nachfolgende Pflege. Riechen wir mal dran. Es riecht schon sehr limonig, ne? Aber als Reinigungsemulsion kann ich mir sowas auch vorstellen. Das ist auch in Ordnung, wenn das dann halt so limonisch oder zitrisch oder sowas ist. Das hatte ich ja zum Beispiel bei der Rituals Reinigungscreme, ist es, glaube ich, gewesen. Die war eigentlich auch ganz so gut. Also werde ich die auch mal testen. Ja, ne? Coole Sache. Ja, und da du halt in dem Vegan Beauty, in der Vegan Beauty Basket, in dem Vegan Beauty Basket, in dem Päckchen, immer so fünf Produkte drin hast, habe ich hier das letzte und fünfte Produkt. Und
Da ist eine schöne Lady abgedruckt. Mal gucken, was das ist, oder? Blush. Oh, schön. Ich habe ein Blush und ein Blushpinsel. Enhances your skin and brings a healthy looking result. Das gucken wir uns doch mal an. So kommt das dann aus der Verpackung raus. Hast hier so spiegelmäßig die Lady nochmal abgedruckt. Und dann kann man das so. Ach, guck mal. Das ist eine schöne Farbe, die ich aber schon mehrfach habe. Riecht aber ganz gut. Das ist cool. Und du hast hier sogar einen kleinen Spiegel drin. Oh, ist das süß. Und dieses kleine Produktchen kostet 27 Euro. Studio 78 Paris bietet ein Pudersortiment, welches nach den neuesten technischen Erkenntnissen hergestellt wird. Das hochwertige Rouge ist reich an feuchtigkeitsspendendem Kokosnuss-, Avocado- und Aprikosenöl aus kontrolliert biologischem Anbau sowie Kamillenöl, das heilungsfördernd wirkt. Die Verpackung der Produkte ist 100% biologisch abbaubar und recycelbar. Sehr geil. Also die Farbe habe ich eigentlich schon mehrfach da, aber wisst ihr was? Ich teste es trotzdem aus. So, wir haben hier einen neuen Pinsel. Und wir haben ein neues Rouge. Und das probieren wir mal zusammen aus. Es müsste ja zusammen funktionieren. Guck mal, der Pinsel greift doch ordentlich Produkt. Oh, das riecht gut. Oh la la. Ist schon ziemlich frisch, sehr pink, was da rauskommt. Und die Farbe gefällt mir aber wohl, weil das schön frisch aussieht. Es schimmert ein bisschen. Ich trage das jetzt mal ein bisschen mehr auf, damit man auch was sieht. Also im Spiegel sehe ich ordentlich was, aber in der Kamera sehe ich irgendwie noch nicht so viel. Der Pinsel ist aber für mich eher ein Highlighter-Pinsel. Also das ist jetzt nicht unbedingt, ne, weil ich mag Rouge lieber auch ein bisschen großflächiger auftragen. Das ist mir dann ein bisschen wenig. So, dann schauen wir mal. Also ich habe den jetzt auf einer Seite aufgetragen, auf der Seite nicht. Ja gut, von der Seite kommt jetzt leider das Licht vom Fenster. Da siehst du, hier ist nichts drauf. Und hier ist ein bisschen Rouge drauf. Wirkt sehr, sehr gesund jetzt auch in meinem Gesicht. Also das ist eine schöne Farbe, ein schönes Rosé, was da dann auf der Haut ist. Das gefällt mir. Doch, coole Produkte. So, ihr Lieben, das war jetzt Vegan Beauty Basket von März 2019. Mir persönlich hat es richtig gut gefallen. Also ich werde alle Produkte verwenden können. Ich finde alle Produkte cool und bin enorm begeistert über diese Preise, über die Werte der Produkte. Ich blende hier mal den Gesamtwert ein, aber ich denke, dieses Mal wird er richtig hoch sein. Wow. Geile Produkte, mega coole Firma. Guckt euch die bitte an. Ich packe euch unten mal in die Infobox auch den Link zu der Homepage. Also, ne, Naturkosmetik macht sich wirklich sehr. Das muss ich ja immer wieder eingestehen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, und ansonsten wäre es cool, wenn dir das Video gefallen hat und du mir ein Däumchen nach oben da lassen würdest. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!